Hallo ihr Lieben, heute gibt's wieder eine Legung, denn kaum zu glauben, wir haben schon wieder Sommersonnenwende. Dabei fängt doch der Sommer gerade erst an. Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass dann zum Anfang des Sommers die Tage wieder kürzer werden und die Sonne praktisch jetzt schon wieder auf dem absteigenden Ast ist. Aber so ist es. Manchmal wird es auch Midsommer oder Litter genannt, das Fest. Und deswegen schauen wir uns heute mal wieder an, was die Karten denn so raten für diese Zeit. So wie es aussieht, kommen ein bisschen holprige Zeiten, aber immerhin geht das Ganze gut aus. Also das Thema, nach dem ich gefragt habe im Moment, das ist Page der Schwerter. Und Page der Schwerter bringt ja manchmal schon so Aufregung, Diskussionen, vielleicht auch Streit, Ärger, wie auch immer mit sich. Es geht ja hier um das Luftelement, also hier geht es tatsächlich auch um Gedanken. Turbulente Zeiten, sage ich mal. Der Page der Schwerter ist ja auch schon derjenige, der immer so ein bisschen mit Nervosität oder auch mit schwierigen Gedanken, mit Konfrontation in Verbindung steht. Und was für eine Konfrontation ist das? Ich glaube persönlich, dass es was mit einem selbst im Inneren zu tun hat. Das letzte Mal hatte ich ja von Beziehungen gesprochen. Eventuell könnte es sich auch um Schwierigkeiten in der Beziehung handeln. Aber so wie die Karten hier liegen, glaube ich eher, dass es um einen Konflikt im Inneren geht. Denn passend zu der Sommersonnenwende habe ich jetzt hier oben gefragt, was kommt jetzt ans Licht? Also was ist auf dem Zenit? Was kann man sehen? Und hier unten, ja, was wird jetzt weniger, weil jetzt eben dann auch dieser Zenit überschritten wird. Also was darf wieder weniger werden? Hier stehen dann die zukünftigen Tendenzen. Also es ist so, was kommt jetzt ans Licht, ist hier erstmal, naja, schon teilweise eine schwierige Sache. Denn das ist eigentlich immer eine Karte der Vorsicht oder, sagen wir mal, der alten Verletzung, die eventuell wieder aufkommen kann, ja. Oder wo man sich einfach daran erinnert, dass da schon mal was passiert ist. Das passt sehr gut hier unten zu der Karte auch Ass der Kelche, denn die zeigt ja auch immer die Gefühle. Und das heißt, die Gefühle wurden anscheinend mal verletzt. Und diese Verletzung kommt jetzt hoch und dadurch wird es eben etwas turbulent. Ja. Wir haben ja hier bei den Gefühlen auch den Ritter der Schwerter dabei. Das ist so ein bisschen der große Bruder vom Page der Schwerter. Das ist der, der auch wirklich ein bisschen Kampf, Aggression, Feindseligkeit mit sich bringt. Ich sehe jetzt aber hier nicht, dass es um eine Feindseligkeit von außen geht, sondern vielleicht sogar eine Feindseligkeit gegenüber sich selbst. Also praktisch der Kampf mit seinen Gefühlen. Vielleicht wollte man auch diese Verletzung gar nicht so richtig wahrhaben, nicht so richtig anschauen, war vielleicht eher in dem Gefühl der Harmonie verhaftet und wollte sich gar nicht so richtig damit auseinandersetzen. Es ist jetzt aber so, dass das wieder hochkommt. Also der Mann hat schon mal was Schwieriges erlebt. Das heißt, es gab etwas, was ihn verletzt hat. Das Gute ist, er steht noch, er hat sich wieder berappelt. Die Verletzung ist jetzt nicht so schlimm, dass er gar nichts mehr tun kann. Aber naja, er steht schon so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung, hat so diesen Stab vor sich umklammert, der auch so ein bisschen Abwehrhaltung zeigt. Also komm mir nicht zu nah, sonst kriegst du eine drauf mit dem Stab. Ja, wenn man aufhört, gegen die Gefühle zu kämpfen, wenn man ja sich traut, diese alte Verletzung anzugucken, dann kann man zu neuen Erkenntnissen kommen. Der Gehängte ist ja derjenige, der so im Stillstand verharrend erscheint, also dass er eigentlich nichts tun kann, ihm sind die Hände gebunden, er kann sich nicht bewegen. Aber andererseits geht es hier vielleicht wirklich mal darum, die Perspektive zu ändern, denn der Gehängte steht nicht nur dafür, dass man halt eben ja handlungsunfähig ist, sondern eben auch, dass man mal die Perspektive ändern sollte. Und welche Perspektive ist das? Wahrscheinlich die Perspektive auf diese alte Verletzung. Also wenn die Verletzung oder das, was dich mal verletzt hat, wieder hochkommen sollte, könntest du versuchen, das mal mit anderen Augen zu betrachten, mal zu sehen, was hat mir diese Verletzung vielleicht Positives gebracht? Hat mir die Verletzung irgendwie einen Vorteil verschafft, dass ich heute so bin dadurch, wie ich bin? Oder habe ich irgendwas dadurch lernen können? Wollte die Seele mir irgendwas beibringen? Ja? Also meistens sind ja auch die Sachen, die wir als unangenehm empfinden, trotzdem für irgendwas gut. Und das ist beim Gehängten so, der bekommt die Erkenntnis erst, wenn er versucht,
diese Situation anders zu betrachten. Also nicht mehr auf den Schmerz zu schauen, von wegen, ich bin das Opfer, es ist alles so schrecklich, sondern darauf zu schauen, was kann es mir auch gebracht haben. Also nicht mehr davonlaufen von den Gefühlen, ja, das muss jetzt hier mal beendet werden. Nicht mehr Angst haben, dagegen anzukämpfen, was eventuell von unten nach oben ans Licht kommen möchte, sondern wirklich sich trauen, die Verletzungen anzuschauen, ja, und ich sag mal, die Wunde zu reinigen, damit sie auch heilen kann, ja. Das ist natürlich jetzt schon ein schwieriges Thema, weil wer will sich schon gern immer mit seinen tiefsten Ängsten oder alten Verletzungen rumquälen? Das meiste, sagt man, ist vergeben und vergessen, aber so ganz vergessen ist es eben doch nicht, weil dieser Mann, der hat noch daran zu knapsen. Und erst, wenn er sich traut, dahin zu schauen, dann kann er diese Wunde auch wirklich heilen und überwinden. Also um diese ganze Thematik geht, diese vier Karten sind zusammenzusehen, so empfinde ich das zumindest. Und wenn man das schafft, ja, nicht mehr dagegen ankämpfen, sondern wirklich mal versuchen, das mit positiven Augen zu sehen, was da passiert ist, dann kann diese turbulente Zeit auch wieder ruhiger werden. Denn dann kommen wir hier zu den 10 der Münzen. Und die 10 der Münzen-Karte ist ja die Karte der Fülle, des Reichtums, ja, dass man harmonisch miteinander umgeht, aber auch mit dem, was am Wegesrand ist. Also, dass man noch was Positives darin erkennen kann, was man normalerweise übersehen hat. Und das passt natürlich sehr schön zu dieser Kombination, dass wir auch etwas Positives sehen können aus der alten Verletzung, aus unseren Gefühlen, die wir vorher weggedrängt oder bekämpft haben. Also diese Karte zeigt eigentlich, dass wir einen Reichtum erwarten können, dass wir reich beschenkt werden können oder dass wir unsere Augen öffnen können für das, was das Leben noch für uns bereithält, dass wir eigentlich die ganze Fülle in uns haben, dass wir den Reichtum nur erkennen müssen. Und dass es uns auch gut geht, denn die beiden, die kommen hier sehr gut miteinander aus, ja, die sind in Beziehung. Bei den Münzen geht es auch immer um das Materielle, das Irdische, das heißt, es geht auch um die ganze Fülle des Lebens. Lebensfreude, miteinander glücklich sein, das Leben genießen, alle Sinne gehören dazu, ja. Und direkt nebendran liegt ja auch die Welt, das heißt, da ist dann der richtige Platz wieder erreicht. Das hatte ich ja schon mal beim Gehängten erzählt, dass sozusagen er eigentlich zeigt, dass hier der falsche Platz eingenommen wird. Deswegen soll man die Perspektive ändern. Und die Welt zeigt dann eigentlich wieder, dass man am richtigen Platz, also am richtigen Ort ist. Denn er ist auf dem Kopf und sie ist richtig herum. Die Welt zeigt auch, dass es hier im Zyklus immer weitergeht. Also das heißt, es ist kein Stillstand zu erwarten. Wenn wir also es schaffen, über diese alte Verletzung hinwegzukommen, dann können wir auch daraus Neues lernen, neue Erfahrungen sammeln und das Leben wird weitergehen. Ja? Also eine bereichernde Erfahrung, die uns voranbringt, die uns mehr auch wieder in unsere Mitte bringt, denn die Welt ist auch diejenige, die in der Mitte von diesem Kreis steht. Sie weiß ganz genau, wo sie hingehört, wozu sie fähig ist, wo ihr Ankerpunkt ist. Also die Welt ist am richtigen Ort. Sie weiß dann wieder, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen muss und kann. Das meinte ich am Anfang mit turbulent, denn am Anfang sind wir ja mit dem Page der Schwerter in dieser aufgeregten Energie, in dieser nervösen, turbulenten Energie, weil es erstmal heißt, ja, diese kritischen Faktoren erstmal zu überwinden. Darum geht es in den nächsten Wochen. Und dann wird man aber auch reich beschenkt. Also nicht verzagen, nicht aufgeben, nicht sagen, warum ist es immer schwierig, warum muss ich mir das Alte jetzt nochmal angucken, warum muss ich in meinen alten Verletzungen rumwühlen, vielleicht macht das gar keinen Sinn. Also wenn du auch denkst, du kommst nicht voran, das ist auch so ein typisches gehängte Thema, dann sei dir gewiss, doch, doch, der Gehängte bringt dich weiter, denn dann durch die Erleuchtung kommst du wieder in die Fülle und auch wieder in deinen ganzen Zustand. Also in deinen vollkommenen Zustand, dort, wo du dich wohlfühlst, wo du auch sagst, hier passiert die Heilung. Die Welt ist ja auch die letzte Karte, das heißt, hier ist die Sache wieder heil. Ja, also das, was hier so ein bisschen weggeschoben wird, diese Wunde ist am Schluss geheilt. Der Mann hält ja diesen Stab vor sich und hat auch den Arm so vor dem Herzen. Er verschließt sich im Prinzip für neue Erfahrungen, eben aus der Erinnerung heraus, dass ihm schon mal was Schlechtes geschehen ist. Und wenn man aber, wie gesagt, aufhört zu kämpfen und sich öffnet für die Heilung, dann geschieht auch die Heilung.
Ich bin selbst sehr gespannt, was denn da vielleicht hochkommen mag. Ich bin selbst ein recht emotionaler Mensch und auch sehr leicht beeinflussbar und leitbar von meinen Gefühlen. Und das heißt, ja, ich werde jetzt auch mal schauen, ob es turbulent wird, aber einfach mal darauf vertrauen, dass das Ganze dann, wie gesagt, auch geheilt wird und damit dann auch endlich diese alte Sache abgeschlossen wird. Interessante Energien, ausgerechnet jetzt zum Sommeranfang. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch ja, so ein bisschen holperig wird. Aber gut, manchmal weiß man halt nicht, was kommt. Wir schaffen das aber, nicht verzagen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie es euch ergangen ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ihr Lieben.